Oh, meine Nachricht wurde bewertet. Welche Nachricht hatte ich geschrieben? Hund voraus, 106 positiv, 14 schlecht. Die Server sind live, es ist Release. Weißt du, ich komme online und krieg einfach erstmal Likes für meinen Hund voraus. Also meine, aber ich war gerade nicht im Spiel. Ich dachte, Nachrichten werden in den Spielen immer nur bewertet, wenn die nicht im Spiel sind. Also wenn man selber online ist. Oh mein Gott, ich hab so eine Ultra-Nachricht geschrieben. Ich wollte schon immer mal erleben. Ich werde immer geheilt. Und willkommen zurück zu einer Folge Elden Ring. Ich wollte gerade ein paar Sachen machen, bevor mir hier Zeug gespoilert wird, weil ich gerade kurz bei Holly im Stream reingeguckt hatte. Und die Rüstung habe ich schon mal gesehen. Ja, wir nehmen einfach mal unseren Hammer erstmal. Hallo, hallo. Und hüpfen über dieses Geländer. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf die Idee kam, dass man hier rüber hüpfen kann. War nicht so mein erster Einfall. Aber dann ist es hier ziemlich still. Ah, da. Der rasende Alberich. Aber ich weiß nicht, was man für ihn bekommt. Ich habe nur durch Mr. Moore erfahren, weil er mich angeschrieben hat, ob ich den bekämpft habe. Ehrfürchtige Verbeugung. Spoiler vermeiden in einem Open-World-Spiel halt insane unmöglich. Oh mein Gott. Aber der hat eine Sense. Ich habe auch schon gehört, aber noch nicht gesehen, dass, ja, kannst du mal chillen mit den Eiszauber, dass Sensen neue Backstep-Animationen haben. Die würde ich echt gerne sehen. Würde eigentlich gerne da, das da mal machen. Au. Oh mein Gott. War erstmal halbes Leben. Ah, danke fürs Bewerten. Ich bin unsterblich. Stirb an den schwarzen Flammen. Krieg ich auch Mana zurück fürs Bewerten? Das wäre schön. Okay, jetzt ist er halt. Oh. War eine neue Bewertung. Bitte? Hallo, bitte einmal meine Nachricht bewerten. Sonst sterbe ich hier vielleicht noch. Okay, ich heil mich mal selber. Ja, der hat sich auch gehalten, ne? Gar nicht gemerkt. Ja, mit seinem dummen Nebel und jetzt sind wir hier auch über Blutflecken. Oh, guck mal, jetzt taucht so langsam alles auf. Ausdauer. Ja, irgendwie ist der Junge sehr hartnäckig. Kann ich auch. Oh, schön drüber gehüpft. Sprungangriffe. Ja, ich hab gedacht, der heilt sich vielleicht. Aber er tut sich stattdessen scheinbar nur selber weh. Ah, sein Trank war leer. Ich hab's gemerkt. Ja, einfach rein. Angriff mich nicht. Ich habe das Gefühl, der hat mehr Mana als ich. Der spammt mich mit Mana tot. Ja, hör doch. Oh, mein Nachtgruppe wäre sehr schön. Hier noch ein, wenn du so weitermachst. Ja, get verbrannt. Rasender Alberich ist tot. Spötterzunge und Krummfingermedizin. Spötterzunge, ist die nicht aus Dark Souls 3? Die kenne ich. Lockt Eindringlinge an. Ach so, nee, das ist aus dem Netzwerktest. Oh. Ja, gibt auch Sinn. Wo sind wir jetzt? Was ist jetzt hier unten los? Also die permanente Heilung durch das, ne? Ist ein netter Bonus. Meine Hundnachricht. Ich habe doch gesagt, die muss dahin. Eine Nachricht geschrieben und ich werde einfach durchgehend gehalten. Aber wie viele Leute jetzt auch spielen. Ich freue mich für alle. Was gibt's hier? Verschlüsseltes Sparta. Da! Das ist eine Glaubenswaffe. Yo! 30 Glaube. Okay, ich wusste aber wirklich nicht, was man hier bekommt.
Oh, eine leichte Glaubenswaffe. Yo. Oh, der doppelt. Wir haben was Schnelles mit Glaube. Cool. Und die Webmart ist wahrscheinlich mehr als das, aber wir sehen es noch nicht. Eine der Waffen, die von den zwei Fingern stammen. Die Klinge verursacht Heiligschaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Eine seltsame Schrift scheint über die Klinge zu schweben. Dies ist die Sprache des Lichts, die Sprache der zwei Finger. Unblockbare Klinge. Erfüllt die Klinge mit Licht und springt vorwärts, um einen plötzlichen durchbohrenden Angriff auszuführen, der sich nicht blocken lässt. Okay. Das bekommen wir also, wenn man hier runterhüpft. Also, irgendwo gut, dass ich das gespoilert bekommen habe, weil ich hätte das Spiel durchgespielt, ohne hier runter zu hüpfen. Und so eine coole Licht-Heilig-Waffe zu übersehen, wäre ja ultra kacke gewesen. Ja, aber ich werde sie eh erst wahrscheinlich ultra spät einsetzen. Ja, eine andere Sache, die ich übersehen habe, was mich ultra happy macht. Ich habe halt heute hier so zugesehen, weil ich nicht dachte, dass hier irgendwas passiert, was ich nicht kenne. Hier ist ein Spiegel. Charakter anpassen. Ich kann meine dummen Augen ändern. Glaube ich. Gesicht und Haar. Augen. Ja, wir können einfach das anpassen. Umsonst. Ja, ich mach sie einfach so ganz dunkel. Passung beenden? Ja. So, leuchten meine Augen noch? Nein, meine Augen leuchten nicht mehr. Oh mein Gott, wir haben das größte Problem von mir beseitigt. Und was cool ist, wir können unseren Bart einfach jederzeit ändern. Ja, wir können auch einfach sagen, er läuft jetzt mal mit so einem 3-Tage-Bart rum. Man hat dann nicht den Schnurri. Ich mag den Schnurri eigentlich. Also das lassen wir mal. Aber es ist cool, dass ich es anpassen kann. Bin aber schon glücklich, dass die Haare nicht mehr leuchten. Super cool. Jo, die Heiligwaffe ist halt ein Also, ich könnte das Spiel durchspielen und hätte gewonnen, ne? Jetzt. Ich glaube, ich spiele dann im Offline-Modus, oder? Ich will meine Nachricht nicht löschen. Ich will mal so eine Nachricht haben, die richtig viele Likes hat. Nice. Ja, das waren die Sachen, die ich gerade machen wollte. Ich werde jetzt vor den Fingern nochmal die Geste machen, einfach aus Interesse. Soweit ist Holly und so nicht, deswegen ist es eigentlich, können die nichts wissen? Begeisterung. Ich meine, die Hände haben mir die Geste gegeben, aber ich glaube nicht, dass die... Meine Nachricht wurde bewertet. Dass die irgendwas machen. Nee. Okay, ich gehe jetzt ein bisschen farmen. Ich will diese Rüstung von den Barbaren da unten, bei dem Ahnenhirsch haben. Der Ahnenhirsch war ultra cool. Guckt euch die letzte Folge an. Und wir reden vielleicht noch mit dir. I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Unless you wish to lay down your life in vain. Alle, die im Tod leben, sollen tot bleiben? Okay. Those who live in death should be left well alone. All the more. Ich verstehe nicht, was er überhaupt sagen will. Red mal deutlicher. Oh, wir haben 8000 Runen. Irgendwas wollte ich kaufen. Mit Dunkelschmiedestein wertet man die auf. Das ist cool. Ja, wir leveln ja eh gerade, glaube ich, ein bisschen höher. Achso, und wir können ja hier jetzt auch verbessern. Ja, mein Sniper könnte ich upgraden. Geistertal-Lilie, Gräbertal-Lilie. Guck mal, der Sniper braucht die Schwächeren. Dann upgraden wir mal meinen Sniper. Einmal. Und dann upgraden wir dich einmal. Und nochmal. Und noch ein drittes Mal. Okay, wenn ich genug Mana habe, ist der, glaube ich, echt stark. Oleg. Oleg wird zerstören. Weil die 1, 2, 3 Blumen und so, die habe ich, glaube ich, jetzt durchs ganze Spiel verteilt bisher so gefunden. Das ist cool. Aber gut, jetzt sammle ich mir die Rüstung und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir vielleicht mal uns den Dialog hier anhören oder weiter erkunden. Ich weiß es nicht. Ich war übrigens sehr verwirrt. Holly hatte direkt das ganze Inventar bei dir im Angebot und bei mir gab es irgendwie anfangs gar nichts. Keine Ahnung, was das beeinflusst. Aber ja, wir sehen uns gleich nach einem Cut und dann habe ich neue coole Rüstung. Vielleicht droppen die ja sonst noch was. Ich zeige dann alles. Bis gleich. Hey,
Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden. Ne, warte mal, wir waren schon in der Folge. Ich hab gegrindet. Ich hab gegrindet. Zeit für the Drip. Yo, was geht ab? Ein schlechter Zombie ist in der Haus. Ja, ich hab diese Ahnen gejagt. Lass mal Tag machen, oder? Nachts durch den Wald da drüben klingt nicht so geil. Oder Mittag oder sowas. Ja, ich habe diese Ahnen ungefähr, ich würde sagen, 100 Mal getötet. Ihr seht es auch unten rechts, meine Runen. Ich habe gerade 30.000. Ich bin so rich. Wir shoppen erstmal ein bisschen. Es ist gut, dass ich rich bin, weil ich jetzt die ganzen Sachen einfach kaufen kann. Ich habe auch bei dem Händler unten bei den Ahnen den einen Gegenstand noch geshoppt. Aber wir holen uns jetzt einfach mal erstmal hier alles. Und es gibt eine Sache, die wir jetzt machen können, die auch ganz gut ist. So, erstmal alles aufkaufen bei dir. Danke. Danke, danke. Wir können noch ein Level machen und dann haben wir genug Glaube, um die ganzen Abilities einzusetzen. Sollten wir. Stufenaufstieg. Genau, noch 24.000. 22 Glaube plus 5 durch die große Rune gleich 27. Das ist super cool. Jetzt sollten wir cool genug sein, um das ganze Zeug einzusetzen. Das freut mich. Ja, ich weiß noch nicht, wann wir uns vom Lore-Master die Lore anhören. Noch nicht genau, aber ich würde gerne hier shoppen. Und die Lags scheinen übrigens im Online-Modus zu liegen. Also ich gehe wieder offline. Ich hatte schon ein paar der letzten Folgen offline gespielt. Und da waren ja wirklich nicht mehr diese Lags. Ist ein bisschen doof, dass die durch den Online-Modus kommen, aber... ja, passiert. Ja gut, hier könnte man noch 3 Stück kaufen. Ich hätte tatsächlich gerne diese Trickspiegel, mit dem man Aussehen von Sachen annehmen kann. Ja. Ich hätte aber noch gerne den Trickspiegel, der macht, dass man aussieht wie ein normaler Spieler und nicht wie ein Gast. Damit man, wenn man Koop spielt und so, nicht irgendwie besonders leuchtet oder so ein Schmarrn. Ja, guck mal, aber da ist unser ganzes Geld jetzt eigentlich schon wieder ausgegeben. So schnell kann es gehen. Ich benutze das Restgeld, glaube ich, um mein Talisman-Dings hier zu upgraden. Wäre eine Idee. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt die Videos bis Folge 6 geschnitten. Gerade. Und... das sind schon coole Folgen. Bin schon sehr happy. So. Okay, der sagt... Ja, der sagt nichts Neues. Das ist okay. Ja, ich habe halt nur 3 Schmiedesteine. Ich kann es einmal upgraden. Dann ist die Anrufungsskalierung auf 128 hoch. Oh, wir können unseren Hammer auf plus 6 upgraden. Wir haben genügend Schmiedesteine. Ja, dann lass das machen. Klar. Und jetzt brauchen wir Schmiedestein 3. Noch einen. Und dann steigt die Skalierung auf A. Oh, der wird so strong. Oh, der wird so strong. Cool. Cool. Gar nicht mitgerechnet, dass ich meinen Hammer nochmal upgraden kann, weil der mir gerade noch so stark vorkommt. Ich wollte den die ganze Zeit 2 nicht nehmen. Geht ja hier drin gar nicht. Ja, aber so schnell ist das Geld ausgegeben. Und es gibt ja trotzdem noch hier überall Händler, die auch Sachen verkaufen und alles. Also, wer weiß. Ich will auf jeden Fall jetzt das hier so bis hier oben. Das alles müssen wir noch erkunden. So, das Stückchen, was ich hier gerade so abfahre. Genau. Und dann will ich die Insel da unten noch machen. Da zeigt ihr eh so einen Strich hin, also müssen wir da irgendwas holen. Und dann können wir den Norden machen. Dann können wir in das Magiegebiet gehen. Es dauert also noch ein bisschen, bis wir in das Magiegebiet kommen, aber ich mach's halt einfach in der Reihenfolge, wie ich spielen will. Und ist ja egal, es sind eh überall coole Sachen. Also allein das mit dem Ahnenhirsch letzte Folge. Könnt doch nicht sagen, dass es nicht sich gelohnt hat. Oh mein Gott, diese Lags. Ach Mann. Ich hoffe, da kommt irgendwann noch ein Patch oder sowas. Ich hoffe, ich habe das ganze Let's Play bis dahin nicht fertig oder so. Okay. Gehen wir erstmal da wieder in diese Ruine mit dem Bär. Ja. Da bin ich ja einmal gestorben, vor 2 Folgen. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen. Da ist er. Einfach weil... oh, wir hätten die Wunder mitnehmen können. Egal, erstmal verkloppen wir den Bär. Komm her, du dicker Klops. Hallo. Ich verklopp ihn noch mal von hier unten. Wenn ich so weit unten bin, kann der Bär doch gar nichts machen, bestimmt. Aua. Okay, mach das. Diese Lags. Oh mein Gott.
Ich habe das Spiel gerade zum ersten Mal offen. Vielleicht kommt das Game damit noch nicht klar. Aber wir haben den großen Bär. Alles gut. Was droppst du? Bestien Knochen, bestien Blutklumpenfleisch. Oh, okay, wir gehen nochmal. Wir holen uns die Zauber. Wir verbessern unsere Trinkflasche. Das Zeug haben wir ja auch bekommen im neuen Gebiet. Ich bin richtig dumm einfach in dem Let's Play. Es tut mir leid, dass ich dann einfach die Sachen bekomme. Ich habe halt immer die ganze Zeit irgendwie 17 verschiedene Sachen. Haben wir 2 goldene Samen? Ja, natürlich haben wir 2 goldene Samen. 3 Stück brauchen wir jetzt. Okay, Flaschenaufladung verteilen ist 6:2. Finde ich immer noch okay. Flaschen verstärken? Ja. Wurde erhöht. So, kann ich aber hoffentlich nur einmal. Okay, ja, wir haben eine heilige Träne ja bekommen. Ich hätte mir eigentlich gerne durchgelesen, aber das fällt mir gerade auf, nachdem wir das gemacht haben. Ja, unsere Heilflaschen sind jetzt effektiver. Sind jetzt auch +1. Das ist sehr gut. Und Zauber lernen sollten wir jetzt... Guck mal, wir können jetzt die uns angucken. Cool. So, wir können jetzt das hier machen. So ein Charge. Und wir können... das hier machen. Und wenn ich es, glaube ich, antippe, ist es sogar schneller. Ein kleiner Hieb. Ja, genau. Es gibt... Das Zaubereisystem in Elden Ring ist noch mal ein bisschen überarbeitet worden, weil man die Spells aufladen kann jetzt. Deswegen waren die unterschiedlich. Es könnte sein, dass es trotzdem noch keinen Schaden macht, das Zeug. Weil ich noch nicht wirklich meinen Talisman geupgradet habe. Und das gehört halt leider dazu, dass man den upgradet, dass der Schaden da von der Skalierung besser wird. Also so 100 Schaden mehr oder sowas könnte ich da bestimmt noch rausholen. So, jetzt endlich mal Schluss mit diesem dummen Wald. Weißt du, ich besiege den Bär und drehe einfach um, ohne mich da umzugucken. Ich bin einfach Gameplay-Experte. Hier ist bestimmt eh nichts. Wir haben übrigens beim Videoschneiden von den Folgen 3 bis 6 habe ich gesehen, dass in den Notizen der Nebelwald hier erwähnt wird. Und dass im Norden davon die Trinkflasche ist. Die wir brauchen, um unseren eigenen Trank zu mixen. Eine Mechanik, die ich im Netzwerktest schon kennengelernt habe. Aber ich bin noch nicht sicher, wo hier genau. Also nördlich vom Nebelwald. Hier ist es wahrscheinlich dann in dem Gebäude oder da so. Ja, finden wir es heraus. Ich würde sagen, wir folgen der Straße. Ich will nicht. Auf der Straße passiert, glaube ich, immer am wenigsten. Hier so ein bisschen den Rand erkunden ist schon interessanter. Also wir sind wieder beim Erdenbaum. Ja. Brauche ich Heilung? Nein. Ist ja am Käfer in Ruhe, Junge. Ich bräuchte ein bisschen von diesem Harz noch mehr, dass ich mehr Feuerzeug craften kann. Siehst doch, dass es bei den Wurzeln des Erdenbaums wächst. Das Baumharz. Ich finde aber nur tausende von diesen Koop-Blumen. Na gut. Damit craftet man ja den Gegenstand, den man für Koop braucht. Genau, und hier runter sind wir gefahren nach Siofra. Also alles, was ab jetzt kommt, wieder neu. Die Karte. Ja, hier wurde ich ja hin teleportiert von Patches zu den Bären. Wir holen uns mal den Gegenstand, weil es ein blauer ist. Handbuch des nomadischen Kriegers. Danke, Bärchen. Ist ja richtig nett. Welches war's? Stinktopf? Ich glaube. Stinktopf und Stinktopf mit Kordel. Wektherstellung. Da. Verursacht tödliche Vergiftung. Skaliert mit Arkan. Okay. Cool. Der Dummkrieger. Bestienködertopf. Verbraucht FP, um einen roten Schatten zu erzeugen. Die Illusion bringt Tiere dazu, sie anzugreifen. Der Effekt bleibt auch im Kampf derselbe. Okay, und wie craftet man das? Bestienblut und schwere Bestienknochen. Achso, da brauche ich aber Töpfe. Ah, das ist sowieso Bestienblutköder bestimmt. Lockt nur Bestien an. Da weiß ich einen Boss, wo ich es einsetzen will, den ich aus den Trailern kenne. Aber ich sag nicht mehr. Ah, guck mal, hier ist so ein blauer Baum. Cool. Was ist das? Aber nur ein cooler Kerzenhalter. Okay. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber vielleicht mehr. Gibt es hier überhaupt was in dem Wald? Soll ich die Limgrave-Erkundungsfolgen länger machen? Könnte ich halt auch. Dann müsste ich hier halt durch den reden? Nee, vielleicht cutte ich die auch einfach mehr zusammen. Das wäre auch eine Idee. Is anybody there?
someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haidt, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Ertri, grant me succor. Yes, Sir Kenneth, ich bin hier, um Sie zu retten. Ah, da steht er. Hello? Is anybody there? Ja, hallo. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but, no. No, the help is very much appreciated. Sorry. Da war so ein Typ, der mit mir kämpfen wollte im Dialog. So, jetzt. Well, that's... No. No, the help is very much appreciated. Even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the True Order. You might have heard of me. Kenneth Haidt. Next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Den haben wir doch getötet schon, oder? Das war die Festung hier, oder? Festung Haidt. Ach, das ist eine. Hm? What's this kind, sir? Remarkable. The knight commander dead. Already. A blessing if ever I chanced upon one. Fine work, I say. Fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done, and I commend you. Now, this is your reward. Go on. It's yours for the keeping. Was krieg ich? Erdenstahldolch. Okay. Nice, 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 nice. Ich will die Dialoge. Also, die reden alle noch so leise, ne? Stimme 10. So. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erdtree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of True Order. Which is why I, Kenneth Haidt, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Super cool, dass er mit den Freunden fließen will. Hätte ich nie erwartet von so einem Adelsnob. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erdtree's True Order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Ja klar. Also alles unter dem Erdenbaum ist ja eh das heilige Zeug und so, und ich bin ja heilig. Klar. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erdtree blessed. Okay, wir gehen einen sehr heiligen Weg, aber ich wollte eh nicht diese schattige Sache, Seite sein. Auch wenn ich als Assassine gestartet habe. Right then, I've much to do. Okay, er will zu seiner Festung zurückgehen. Das ist cool. Ich hätte dich aber gerne wirklich gerettet, weil ich bin halt einfach nur auf diese Ruine hochgeklettert. Ich musste nicht wirklich gegen irgendwas kämpfen da unten, ne? Aber du willst ja Kontakt mit denen herstellen, also schlachte ich die noch nicht ab. Gehen wir direkt zu seiner Festung. Da waren wir. So. Die ganze Festung war doch voller Gegner. Sind die jetzt alle weg? Ist es gut, dass wir uns dem anschließen? Eigentlich ist es so, hey, wenn du dich mit jemandem anschließt, ist alles in Ordnung und es ist egal. Wir müssen übrigens noch mit dem Typen reden, der uns erzählt hat, dass wir Godric töten sollen, ne? Der ganz am Anfang nach dem Tutorial. Das habe ich ein bisschen vergessen. Dann gehen wir einfach mal zu Fuß rein, als wären wir jetzt eingeladen. Schauen wir einfach mal, ob er einfach so die Festung jetzt für sich übernehmen konnte. Scheinbar. Ist ja zumindest keine Armee mehr von Gegnern, die mich umbringen wollen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt noch die Dornen hier wachsen, die Blutrosen. Doch, die kann man hier immer noch sammeln, wenn man Blutungssachen craften will. Sehr nett. Sehr schön. Festung heilt.
Ja, du wolltest ja mit denen ein Bündnis machen. Das ist in Ordnung, aber irgendwie sind jetzt echt viele, die Festung jetzt einfach von denen besetzt ist. Hast du ein Bündnis mit denen oder sind die einfach allgemein mad? Okay, er steht da. Ja. Tut mir leid, dass ich euch alle abschlachte, aber wenn ihr mich angreift, dann kann ich ja auch nichts für. Danke für den ganzen Loot. Ich hoffe, das stört dein Bündnis nicht, dass ich die hier gerade alle umbringe. Aber ja, die wollten mich nicht reinlassen. Ich bin der neue Untergebener, ja? Das gehört leider dazu. Hallo! Ah, you is it? I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort. Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste, and not that awful Godric, but a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Und das bist du? I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology, but now I must begin my search post-haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Oh. I must begin for a true and... Hallo, du wolltest mich... Oh. Jetzt komme ich hierher. Der hat sogar echt diese Affenmenschen hergeholt, mit denen er sich anfreunden will. Weil das der wahre Weg ist. Ich habe mich in seine Dienste gestellt und dann einfach diese Enttäuschung. Okay, also er sucht irgendeinen wahren Blutadligen von Limgrave, den er zum König erheben kann. Das klingt nach einem Plan. Ist das die Lore, weil die, dass die hier chillen, weil er die eingeladen hat? Aber warum sind die dann so mad? Ist hier drin noch einer? Nö, hier ist aber nur dunkel. Ich würde gerne noch ein zweites Mal reinlaufen. Sekunde. Aber so eine Charakter... Das ist eher so vom Charakter sowas, was ich eigentlich echt gern mag. Ich, der große Lord Kenneth Height, erlaube Ihnen, mir zu helfen. So, ich rede nochmal mit ihm. Neuladen hilft ja manchmal. Nein. Okay, er sucht einfach nach einem True-Dings. Ich kann mir noch vorstellen, dass im Raum von Godric irgendwas passiert, weil er hat ja darüber geredet, dass Godric weg muss und so. Und Godric ist ja schon weg. Scheinbar nicht. Ja. Ich würde ihm echt gern helfen, auf jeden Fall, aber ich weiß halt noch nicht, wie. Warum habe ich hier noch... Ich brauche hier ein Lagerfeuer. Ein Punkt der Gnade. So, ich folge einfach mal der Landstraße. Was kommt hier? Ein Bär. Ein sehr toter Bär. Okay, die Laterne haben wir aber auch schon mal gesehen. Irgendwo muss ja hier so ein Punkt der Gnade chillen. Damit ich da nicht mehr vom Süden aus hierher reiten muss. Ach, guck mal, hier kommt einfach echt ein riesiger Strand. Cool. Aber keine Punkte der Gnade auf der Seite. Hier ist nur eine Ruine auf dem Weg gefallen. Okay. Ja, dass diese Ruinen geschwebt haben, steht, glaube ich, in diesen kleinen Ruinsplittern. Die wir die ganze Zeit da auch finden, wenn wir sowas machen. Ah, guck mal, da leuchtet's. Das ist ein Riese, hier ist ein Punkt der Gnade. Da ist eine Statue. Statue heißt sehr, sehr gut. Da ist ein ultra-gold leuchtendes Ding. Flasche der wundersamen Arznei. Wir haben sie. Kristalltränen findet ihr am Fuß niederer Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche zu der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Sehr schön. Genau, das ist so gesehen ein zusätzlicher Trank, den wir dabei haben können, den wir uns selber zusammenbasteln können, was der macht. Ob der heilt oder ob der uns Buffs gibt und sowas. Und hier liegt noch eine weitere heilige Träne, unsere zweite. Also haben wir unsere Heilung noch nicht einmal eingesetzt, unsere neue. Und haben direkt plus zwei. Sehr schön, aber das weiß ich in Zukunft, das eher zu holen. Und wir können auch mit Melina sprechen, vielleicht dürfen wir jetzt das Auge geben, das wäre ja auch schön. Weißt du, man will nur erkunden und dann sowas. Genau, hier kann man zwei Effekte auswählen. Zum Beispiel regeneriert Hälfte der gesamten Lebenspunkte und verbessert aufgeladene Angriffe. Zack, heilt mich und macht aufgeladene Angriffe besser.
Jetzt haben wir so eine Flasche dabei. Ja. Ja, reden wir doch mit Melina, wenn sie gerade da ist. Ich habe eh so ein lustiges Auge für dich gefunden. Hey. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, klar. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Okay. Ich habe ein Auge für dich. Darf ich nicht? Okay, dann nicht. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Flaschen. Flaschen verstärken. Ja. Cool. Flaschen plus 2. Das ist sehr nice. Das ist wirklich gut. Wir sollten jetzt gefühltes Doppelte wahrscheinlich heilen. Kleidung anpassen? Habe ich noch irgendwas, was man neu anpassen kann? Nö. Wann finde ich mal eine Glaubenskrieg-Asche? Die mit Weisheit, mit Glaube auch die Skalierung besser macht. Das würde ich ja drauf machen. Ah, ne. Unser Hammer ist ja gut genug. Hier haben wir sonst noch irgendwelche Wunder oder sowas, die wir noch nicht wirken konnten? Ne, eigentlich alles gut jetzt. Jetzt haben wir alles gesehen, was wir wollten, ja. Diese Drachen-Abilities gibt es noch, aber da habe ich ja gesagt, ich will auf die verzichten erstmal. Kann ich bei meinem nächsten Charm machen. Oder vielleicht mal ganz am Ende noch mal holen und angucken. Ja, cool. Danke, Melina. Sehr nett. So. Ah ja. Dritte Kirche von Marika. Hier drüben war die Kirche von Irith. Also Kirchen sind einfach der Ort, wo ich meine Flaschen besser mache. Das ist cool. Die Festung sieht nice aus. Die würde ich gerne erobern. Dann springe ich auf mein Hotte der Höhe. Und wir verprügeln den Riesen da, weil der hat mich schief angeguckt. Und ich will wissen, wie stark ich mittlerweile bin. Ja, der macht nicht so viel Schaden. Ich würde auch gerne mal einfach das hier machen jetzt. 180 Schaden. Einmal heilen. Boah, schön, wir heilen uns aber voll. Jetzt lade ich auf. Ja, 440 Schaden für ein bisschen Mana ist schon ein Anfang. So, und jetzt kriegt er das hier noch ab. Aufgeladen. 400 Schaden auch. Okay. Einhändiger Hammer funktioniert natürlich nicht. Nein, aber tot. Komm, stopp. Das die 1000 Runen-Droppen ist eigentlich richtig sick. Ich glaube, die sind gerade der einfachste Grind, wenn ich Runen haben will. Ja, und ich wollte da hoch jetzt. Da geht's auch runter. So ein Fluss. Folgen wir doch mal kurz dem Flusselein. Dem Flüsschen. Leben die? Nee, hier liegen tote Wölfe. Wolf-Tornado! Yo, guck mir zu. Die Wölfe gegen den Bären. Ich füll mal meinen Mana auf. Wir holen mal meinen Ahlenjünger plus 1. Yo, zeig mir, was du kannst. Machst du den Ultrapfeil? Er macht den Ultrapfeil! Ja! Okay, einen Wolf hast du. Wie cool, dass die Wölfe sich wehren gegen den riesigen Bären. Das hier lag. Das ist einfach richtig eine Story. Ja, willst du auch nochmal schießen? Das ist doch viel mehr. Er will selber mal nur gucken. Ahnenjünger, bleib da. Er blinkt einfach und löst sich auf. Ich hätte mich echt gefreut, hätte er einen Pfeil auf den Bär geschossen. Hier hinten? Die spawnt er nicht. Yo, der kriegt auch nur 50 Schaden von dem Bär. Der Ahnenjünger ist strong. Und komm. Der Ahnenjünger will echt auf alles außer dem Bär. Boah, 80 Schaden. Der Ahnenjünger tankt richtig. Richtig gut. Ich glaube, der Bär hat gegen alle gewonnen. Ja, Ahnenjünger, lass zusammen den Bär verprügeln. Warte, ich muss noch mal ein paar Schritte zurückgehen, sonst despawnt er.
Ja, weil ab hier ist nur Ahnenjüngergebiet. Oh. Ist doof, dass du da vorne despawnst in meinem Kampf. Ich hab dich gerne bei dem Bär dabei. Aua. Töte ihn, Ahnenjünger. Mach mich stolz. Ich glaube, er ist schon wieder gestunt. Oh, der Bär gewinnt. Ja, der Bär hat gewonnen. Schade. Aber generell bei so einem Boss, den da hinten stehen zu haben in der Arena, klingt schon sehr cool. Jo, wie cool, was ein Krieg. Schmiedestein 2. Dünne Bestienknochen. Und hier gibt es ein bisschen Trinas Linie. War wenigstens ein cooles Event hier unten. Es triggert mich sehr, dass da ein Loch ist in der Wand. Aber meine Ziege kann leider noch keine Wände hochlaufen. Ich ziehe meine Aussage etwas zurück. Aber ich zweifle, dass hier was ist. Okay, gut. Ja, so ein bisschen schräg die Klippe, deswegen kann das Pferd da gut hochklettern. Cooler Ort. Jo Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal erkunden wir weiter Limgrave, versuchen den neuen Fürsten von Limgrave zu finden und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis dann, euer Zimmermann.